Maar het kan ook simpeler. En daarom hebben wij een verzoek aan de Duitsers. En omdat onze vriendelijke Oosterburen geen enkele moeite doen om een andere taal te leren, zal het volgende stukje worden nagesynchroniseerd. Das nächste Stück wird nachsynchronisiert. Oh, dat kan gewoon live. Oh, dat we daar nu pas achter komen. Wat fijn. Das kann man auch live machen und das entdecken wir erst jetzt. Ja, dat hebben we nooit geweten. We haben es nicht gewusst. Oh, ja. Nee. Ja, je moet altijd een beetje oppassen wat je zegt in het Duits. Nou, goed. Hier komt hij aan. Even kijken hoor. Ik zet even netjes wat vlaggetjes neer. Zo, laten we het even een beetje formeel maken. Goed, licht mag anders. Komt hij. Dus. Also, lieve Angela. Sie sind noch schöner als Donald Trump und noch mächtiger als Beyoncé. Und das gilt für viele Menschen. In Europa ziehen Sie die Fäden. Also ziehen Sie auch die Fäden in den Niederlanden. Und deswegen... Liebe Angela, im Namen der Demokratie, wir möchten mitwählen. Denn wenn Sie husten, bekommen wir eine Erkältung. Und wenn Sie lachen, scheint bei uns die Sonne, was ja leider nicht so oft passiert. Wenn Deutschland Fußballweltmeister wird, dann freuen wir uns mit euch. Wirklich? Nee, natürlich nicht. Wir versuchen nur, Ihnen etwas Honig um den Damenbart zu schmieren. Wir wollen mitwählen. Denn ich bin wie du. Jalala. Wir sind wie Sand und Meer. Und darum brauche ich dich so sehr. Wir möchten mitwählen. Verzeihung, Entschuldigung. Ja. Hoi, ik ben Arjen Lubach. Bedankt dat je hebt gekeken. Wil je op de hoogte blijven van onze items en van de lekkerste recepten voor suikerbrood? Abonneer je dan op ons kanaal. Meer zien? Ga naar npo3.nl/zondagmetlubach.